Moin Leute, wir sind immer ein bisschen am Bus schrauben. Da steht das gute Stück. Der Hanomag, der hat noch immer keinen TÜV. Also TÜV-Termin steht an. Nächste Woche wisst ihr Bescheid, ob das geklappt hat oder nicht. Weil bis dahin war er da. Termin steht da fest. Aber bis dahin können wir natürlich ein bisschen was anderes machen. Und das ist der Bus. Und wie ihr letzte Woche bestimmt gesehen habt, hat das Getriebe am vorderen Lager nicht gepasst. Habe ich jetzt erörtern können, das liegt daran, das ist ein brasilianischer Bus. Die haben die Aufnahme von dem Getriebe, was bei VW in den früheren Jahren hier gebaut wurde, wurde zum Schluss in Brasilien noch da so gebaut. Und wie es hier eigentlich später gekommen ist, wurde da anscheinend nicht übernommen. Aber es gibt praktischerweise so einen Adapter und mit dem soll das Ganze jetzt passen. Ich bin gespannt, den schrauben wir da rein. Dadurch fällt dann auch das Getriebelager weg. Das gefällt mir tatsächlich nicht ganz so. Bin ich nicht so großer Fan von. Aber hilft nichts. Anders kriegen wir den ganzen Mist nicht zusammengeschraubt. Deswegen gucken wir mal, ob das damit passt. Schrauben sind dabei. Die hier habe ich mir rausgesucht. Die muss man ein bisschen kürzen. Weil vorher das Getriebelager, was er saß, hatte ich hier zwei Stehbolzen. Hier müssen wir mit Schrauben arbeiten. Kriegen wir auch hin. Dafür muss ich aber erst unten drunter messen, wie viel Platz wir brauchen. Die Stärke kann ich hier messen, aber unten am Getriebe muss ich nochmal messen. Und dann gucken wir mal, ob wir es damit zusammengebaut kriegen. Ja, ich musste gerade feststellen, es passt natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist jetzt ein altes Lager, altes vorderes Getriebelager. Und dieser Lochabstand muss zu dem passen. Und ihr seht, hier sind wir gerade drunter. Und hier sind wir versetzt. Und schon passt das Ganze nicht. Das heißt, das ist wahrscheinlich für noch eine andere Variante. Wahrscheinlich für die alten deutschen Busse. Ja, ist immer schwierig. Ist immer nicht so einfach. Ich bin auch lange aus dem Thema hier mit dem Bulli-Schrauben raus. Ich habe vieles nicht mehr im Kopf, was welche Varianten wie waren, was für Besonderheiten beim T1 waren aus Brasilien. Aber ich finde das raus. Doof nur, dass ich das jetzt erst merke, nachdem ich die Verpackung aufgeschnitten habe. Sonst hätte ich es rückgeben können, aber gut. Werden wir drüber wegkommen. Und ich denke mir jetzt einfach mal eine andere Lösung aus. Da finden wir irgendwas. Wenn mir was eingefallen ist, dann melde ich mich. Ich habe aber auch nochmal einen technischen Support von dem Händler geschrieben. Mal gucken, was die dazu sagen. Vielleicht habe ich ja irgendwo, ne? Wie gesagt, ich bin lange raus aus dem Thema. Ich habe die Karre schon mehrfach auseinander gehabt. Eigentlich weiß ich, wie wo was ist. Aber inzwischen, wenn man lange nicht dran war, vergisst man das Ganze wieder, was da so für Besonderheiten waren. Deswegen lasse ich mir auf die Sprünge helfen. Sobald ich eine Lösung habe, machen wir nach dem nächsten Schnitt einfach weiter. Und gucken mal, was draus geworden ist. So, wird irgendwie immer voller hier. Aber ich war shoppen, es sind ein paar Tage vergangen. Wir haben hier einmal einen neuen Getriebedeckel. Und hier haben wir den Anschluss. Also es ist hinten von der Schaltbetätigung. Dazu brauchen wir noch diesen Hebel anders. Liegt nämlich daran, dass dieses Getriebe, das ist die Aufnahme, gar nicht für den Bus geeignet ist, sondern wahrscheinlich, so wie ich das sehe, für den Käfer. Jetzt habe ich hier für den Bus eingekauft mit dem Hebel und da ist er nicht drin. Irgendwo ist noch eine Dichtung hier hinten. Das bauen wir jetzt mal an, deswegen ziehe ich jetzt hier unten mal das Getriebe raus. Dann bauen wir das mal alles an, damit wir hier mal wieder ein bisschen mehr Platz reinkriegen. Sind da auch noch alles Teile, die wieder rein müssen. Und dann wird das hier alles ein bisschen schicker. Will ich mal hoffen. So, da ist das Getriebe und tada, der neue Deckel. Und wenn wir uns jetzt mal hier so ein bisschen mit der Verschraubung orientieren, dann sehen wir, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, dann steht diese Verschraubung weiter hier oben Richtung Getriebe und der Schaltwelleneingang, der sitzt auch ganz anders. Und dementsprechend kommen wir dann wahrscheinlich genau dahin, wo wir hinwollen. Und weil der Schaltwelleneingang hier natürlich anders sitzt, ist innen drin auch die Übersetzung anders, wie der greift. Und deswegen einmal neu. Genau. Zum Glück gibt es so eine Teile noch, auch noch neu hier. Viva la Mexico, denke ich mal, ne? MEX. Hier steht eine Teilenummer drauf, das ist wahrscheinlich die, die sie bei VW original mal gewesen ist. Deswegen würde ich sagen, ich würde jetzt einfach mal diesen Deckel schnell mal umbauen. Dann, ja, sollte das alles wieder funktionieren. Und dann versuchen wir nochmal, dieses Getriebe da rein zu friemeln. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie man so ein Getriebe auch dicht kriegt, ne? Hier.
transparente Silikon. Das ist so Bad-Silikon oder ist das? Ich weiß nicht. Meine, kann natürlich sein, dass es in den USA, wo sie das zusammengebaut haben, transparente Dichtmasse gibt, aber das fühlt sich einfach an wie Bad-Silikon. Aber weiß ich auch nicht. Das ist ja auch ein bisschen scheiße, ne? Wenn man sowas macht. Aber gut. Ich pull das überall ab und dann bauen wir das mit dem richtigen Deckel zusammen und dann wird das wohl hoffentlich halten. Und falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie so ein Schalthebel hier innen drin funktioniert, an der Stelle hier, ne? Der Kollege sitzt hier drin. Hier vorne kommt die Schaltwelle, die zum Ganghebel hingeht. Und der kann sich hier im Prinzip so drehen und hoch und runter gehen. Also vor und zurück, wenn es im Fahrzeug drin ist. Und dann dreht er sich hier zwischen den drei hier hin und her. Und dann sagt er, jetzt wollen wir mal den hier rausziehen. Haben wir da mal was eingelegt. Oder auch wieder reindrücken. Na, hier sind wir im Leerlauf. Und vom Prinzip geht er auch wieder ganz rein. Ne? Und halt immer nur einer. Weil sonst haben wir hier nachher ein Problem. Genau. Und so ist es theoretisch im Leerlauf. So, akkurat sollte das passen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ablassschraube fehlt noch. Ne, Befüllschraube. Die haue ich noch rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mal unterm Bus, ob wir mit dem Lager hier zwischen das zusammenkriegen. Lager ist natürlich neu, keine Sorge, ne? Und dann hauen wir hier ein neues Lager rein und dann gucken wir mal, ob es zusammenpasst. Ich hoffe, dass das Getriebe dann mal drin steckt, weil dann kann der Kollege hier hinter noch. Und dann haben wir den Bus bald wieder zusammen. Also hier diese Nachbaulager haben ja auch eine Qualität des Zorns, ne? Also Maßhaltigkeit ist ja Weltklasse. Wenn ich das hier reindrücken will. Mit Gewalt kriege ich das hier so ein Stück. Und dann ist schon Ebbe. Und das liegt nicht an dem Deckel hier, sondern tatsächlich an dem Lager, weil das Originale, ne? Das geht einfach rein. Aber ist nicht so wild. Bisschen sanfte Gewalt. Dann wird das schon. Ich bin da optimistisch. Gucken wir mal. So, die beiden Schrauben sind angesetzt. Und da hinten sieht man schon. Auf der Seite schlechter, aber hier sieht man schon, wie er drin sitzt in der Führung. Ich würde sagen, wir legen uns da vorne mal wieder unter das Auto und dann gucken wir uns das Ganze mal an, ob wir die Mutter drauf kriegen. Ach, akkurat, Bolzen drin, ganzen Dreck mitgetragen. Ja, müssen wir mal mit einer Hebebühne irgendwann sauber machen. Aber das Wichtige ist, das passt und auch das passt. Hier kriegen wir ihn zusammen, da kriegen wir ihn zusammen. Ich würde sagen, Getriebe passt endlich. Das war aber auch eine schwere Geburt. Muss man sagen. Ich schraube das hier mal eben schnell fest. Tada, Getriebe drin. Gott sei Dank. Ich mache jetzt hier noch die Achsmanschetten dran und schraube die Vorgelege fest. Dann ist das Thema nämlich auch durch. Dann können wir uns nämlich darum kümmern, dass der Motor reinkommt und dass die Bremse rankommt. Und dann könnt ihr in der Zeit, wie ich da die Vorgelege festschraube und alles, mal ein bisschen fleißig abonnieren. Und dann hau ab die Mücke. Und dann gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Nächste Woche, weiß ich nicht, machen wir wetterabhängig, ob ich nächste Woche hier den Motor einbaue und die Bremsen zusammenbaue. Oder ob wir was draußen machen, weil draußen habe ich auch noch zu tun. Aber wie gesagt, der Bus soll halt auch fertig werden. Weil das ist ja eigentlich der Stellplatz vom Hanomag, wo der im Wege steht, ne? Deswegen fleißig abonnieren, Daumen nach oben und dann macht's gut. Ciao.